Willkommen zurück im Lavabecken mit Yay. Jack und Daxter. Daxter, dass er Erdmännchen ist, aber egal. Oh, guck mal, Minka hat das ein bisschen schneller unterwegs als die Dinger, auf denen wir bis jetzt saßen. Ja. Alle meine Daumen. Alle Beine. Das sah glitchy aus. Kaum. Ah, schön. Ja, gut, ne? Jetzt nochmal. Wollen wir immer noch da hinten in die Richtung? Vermute ich mal. Ne, ich hab gesagt, wir wollen immer noch da hinten in die Richtung. Da. Da wollen wir hin. Da rechts sprüht Lava raus. Geht's da noch irgendwo lang? Nö. Nö? Alles Deko? Ja, alles Deko. Alles Deko. Hüpf. So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Kurs. Jo. Sieht gut aus, ne? Kann sich nicht mehr jemand unterwegs ölen? Spinnenhöhle. Spinnenhöhle. Und der erste. Was? Nee, das ist noch aus dem Vulkanbecken. War das jetzt Hub? Also, ja, das war jetzt ein Hub. Also, noch ein Hub Jinjo. So, eine der fiesesten am Feld versteckt das in Energiezellen. Da oben in dieser Kiste. Das Ding ist wirklich einfach nur fies versteckt. Außerdem sollte man die Spinnenhöhle nicht machen, bevor man nicht die das Schneegebirge gemacht hat und die gelben Eco-Dinge aktiviert hat, denn ansonsten kann man unter anderem dieses Ding da nicht holen. Mhm. Außerdem braucht man das gelbe Eco überall in der Spinnenhöhle, von daher, ja. Sollte man es gemacht haben. Muss man es gemacht haben, wenn man hier tatsächlich alles machen will. Die Spinnenhöhle. Ich mag die Spinnenhöhle nicht. Wir sind noch gar nicht zurückgegangen, um das andere Ding zu kriegen. Ja, machen wir bei Gelegenheit. Der Spinnenhöhle gibt es Spinnen. Spinnen, die spinnen, die weitere Spinnen spawnen und die irgendwie 3 Hits brauchen, um zu sterben. So viele Hits. Grausam. Grausame Gegner. Ich mag Spinnen eigentlich in Spielen, meistens. Ja, so die typischen RPG-Gegner eigentlich, ne? Ich mag zum Beispiel Gruftspinnen. Mag ich sehr gerne. Vor allen Dingen in großen Mengen. Ja, immer wieder ein bisschen Fluff. Ein paar leuchtende Pilze als Fluff. Okay, springt nicht. Ist auch gut. Ich brauche keine Doppelsprünge. Gruftsprünge. Doppelsprünge sind überbewertet. Ja. Jetzt haben wir eine schöne Musik hier drin. Dun, 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 dun. Ja. Okay. Hey, 10 Picasso-Ups. Ja, und vor allem ein Jinjo. Jinjo! Und noch 2 Picasso-Ups. Nummer 1. Ja. So. Hierfür brauchen wir das gelbe Eco. Wir müssen die Tausendfüßchen abschließen. Alle. Ja, alle davon. In der gesamten Höhle? Ja. Und cool. Die meisten davon brauchen noch mehrere Hits. Und die geben Picasso-Ups. Ja. Und sie geben Picasso-Ups. Das sind Picasso-Ups, die man ganz gerne mal vergisst, weil man halt an die Stämme von sämtlichen wirklichen Bäumen dann nochmal ran muss. Ich sehe nix. Vor allen Dingen fallen die ja von denen auch mal runter. Ja. Sieht hier aber wirklich gefährdet aus, dass sie da unten in dieser Flüssigkeit landen kann. Na, ne, die landen immer direkt am Stamm. Ist ja gut. Ja. Sniped. Brauchen die eigentlich nur einen Hit, wenn du die richtig triffst? Nee. Und die verlieren. Der hat jetzt zum Beispiel nur einen Teil von seinem Körper verloren und der Rest kann da sagen, der jetzt ist auch tot. Picasso fallen lassen. Mal wieder. Ja. Währenddessen auf der anderen Seite der Stämme. Ja. Snipe, snipe. Da oben ist eine lila Bombe platziert. Die müssen wir auch abschießen. Na, ich glaube, die müssen wir. Ja, nee, natürlich können wir auch abschießen. Vergiss die lila Bombe. Was war das denn? Der ist auch tot. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Spinnenhöhle nicht mache. Man verbringt so viel Zeit damit, hier einfach an irgendwelchen Energieports rumzustehen und auf der anderen Seite auf irgendwelche. Auf der anderen Seite der Höhle auf irgendwelche Tausendfüßler zu schießen. Das ist nicht so spannend. Stirb, Tausendfüßler! Du gehörst nicht in diese Höhle! Echt mal, so eine Spinnenhöhle. Was machen die hier? Ja. Die sollen gefälligst von den Spinnen gefressen werden. Piu, piu. Was ist das jetzt? Ja, nicht immer noch. Ja. Meine Fresse, er lässt die aber auch nicht erwischen. Ja.
schon so Plattformen dazwischen. Jetzt habe ich ihn erwischt, hier ist er tot. Dann kommt auch noch eine Plattform, die die Sicht versperren will. Der ist auch tot. Auf der anderen Seite sehen wir gerade nichts. Ich hoffe, das müssen wir nicht zu oft machen. Ist der hier schon tot? Auf den habe ich noch gar nicht geschossen. Auf den roten geschossen. Ist der da noch leer? Ja. Da Isa. Ist einfach nur zu weit oben, dass wir nicht gesehen haben. Bumm. Er hat sich precast. Ja. Oh, Stimme. Ach, die haben auch Homing geschossen. Ja, weil. Die machen das genauso wie wir. Warum nicht, ne? Da ist noch einer. Haben sich gedacht, wenn Jack das kann, können wir das auch. Ja. Die kommen dann mit den Homing schwarzen Eco. Okay, der ist auch gestorben. Mit dem Homing gelben Eco. Ja. Ich meine, werden wir nicht in Ocelot verwandelt, wenn sie uns treffen. Okay, da ist noch einer. Ja, wie gesagt. Man hat es ein bisschen übertrieben mit den 1000 Fußballern. Spinnenhöhle nicht mein Favorite. Auf jeden Fall sehe ich da vorne eine Energiezelle rumguffeln. Ja. Das Ekos alle. Weil ich den nämlich nicht sehen kann, weil ich sonst durch den anderen Dings durchschießen müsste, muss ich jetzt nämlich für den tatsächlich hier hoch. Oder halt an eine andere gelbe Eco-Stelle gehen, wenn ich das wollte. So, der ist auch tot. Und dafür kriegen wir eine Energiezelle. Dafür, dass alle tot sind, gibt es dann endlich eine Energiezelle. Güte. Ja. Das war nervig. Ja. Komm, Plattform, Plattform, Plattform. Komm. Ja, die kommt jetzt hier jetzt. Okay. Ein Momentum ist ja echt eine Qual in diesem Spiel. Momentum ist ein Mythos. Dafür sind wir jetzt direkt an der Energiezelle. Ja. Ist auch okay, war nicht ganz mein Plan, aber. Blum. Schon in Ordnung. Hätten wir sowieso früher oder später mitnehmen müssen. Energie! Fling! Außerdem ganz viel Glück aus der Ops. 82! Bling, 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 bling. Natürlich sind die ganzen Speed-Iders, die ich getötet habe, schon wieder respawned. Außer bin ich tot. Ich wollte gerade sagen, außerdem hat sie keinen Moment, als du da gesprungen bist. Bin ich wieder da? Außerdem hast du da auch kein Momentum. Wie gesagt, Momentum ist ein Mythos in diesem Spiel. Das würde ich so unterschreiben. Ja. Ansonsten die Bogen gucken mich an die vielleicht dran. Hervorragende Kamera an der Stelle. Zumindest einfach die große Ops. Ja. Und einfache tolle grüne Eco-Ops. Bounce. Danke, Kamera. Wer hat die Kamera designt? Okay. Ich bin nicht ganz sicher, wie man an den sinnvoll rankommen soll. Ich denke genau so, wie du es gerade getan hast. Mehr. Jesus, viel zu viele Vereinzelte. Ja. Ich glaube, du hast eine andere Version. Ja, ich weiß, das ist noch mal ein Kombo. Ja, das waren jetzt hier. Get over here. Ja, okay, das waren hier auch alle. Precursor, Precursor, Precursor. Okay, da sind keine mehr dran. Hier rein. Da ist noch eine fette lila Bombe. Die ist aber noch am Leben, ne? Nee. Ich habe auf sie geschossen, sie ist explodiert. Hat nur ein bisschen gebraucht, bis sie sich entschieden hat, dass sie tatsächlich tot ist. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt runtergerutscht bin, aber ich bin mir sicher, das Spiel hat einen guten Sinn dafür. Das Spiel hat sich halt gedacht, da geht viel zu schnell hier. Ja. Aber mit so schwarzem Eco mit dir. Kann ja wohl nicht angehen. Nope. Auch dieses Moment hat keinen Sinn gemacht. Weißt du, gerade wenn du es spielst, fühlst du ja manchmal schon etwas sehr komisch an, wenn du plötzlich springst, wie jetzt da gerade der Sprung war. Ja, vor allen Dingen ist das Problem, dass du hier dauernd auf bewegliche Plattformen musst. Ja. Du hast überhaupt keine stillstehenden. Er hat keinen Doppelsprung gemacht? Plattformen mehr. Ich glaube, da brauchst du sowieso einen Weitsprung, oder? Das kann sein. Ist doch nicht so, als hättest du das geschafft, selbst mit allen drei Sprüngen. Das sind ja eigentlich nur zwei Sprünge und ein Kick-Attacke. Kick-Attack! Ich noch gelbes Eco, muss ich noch gleich noch mitnehmen. Von draußen. Oh, hier mal tatsächlich Wasser. Hast du da nicht gelbes Eco? Nee, das
müssen wir da dran schwimmen. Okay. Hau ab! Dieser Kristall explodiert gleich! Ah ja, das sind wirklich Bomben. Ja, das sind der Sackbomben. Ich hab die Dinger die ganze Zeit mit den großen lila Bomben aus Shadow of the Hedgehog gleichgesetzt. Die sehen auch so unglaublich hässlich aus. Deswegen habe ich die einfach Bomben genannt. Nämlich weiter tief in der Höhle ist nämlich, glaube ich, kein gelbes Echo, von daher muss ich jetzt nicht nochmal raus. Für das gelbe Echo hier draußen. Bestimmt, aber nicht da unten. Gut, dass er dich hier oben respawnt hat. Ja, gehabt. Nicht am Anfang des Levels respawnt hat, war sehr nett von ihm. Hier war noch ein gelbes Echo. Ja. Das war jetzt nicht so ein weiter Weg. Ja. Zum Glück. So, jetzt machen wir mal. Schieß Goggles auf. Ja. Schießen die beiden hinten auf. Jetzt. Vielleicht kannst du besser schießen, wenn du durch deine Schutzbrille zielst. Klappe. Ja. Ich weiß schon, Dexter. Da hinten sind außerdem alle Ziele schon kaputt. Also brauchst du mir das jetzt nicht mehr zu erzählen. Vielleicht kannst du besser schießen, wenn halt die Klappe, es ist vorbei. Ja. 3, 3, 4. Zack, jetzt gehen wir hier rein. Das ist aber wirklich ein umfangreicheres Level. Ja. Bling. Ja. Im Gegensatz zum letzten. Das Licht und Schatten leuchtet. Schatten durchspinnen. Pass auf, dass das Licht nicht ausgeht. Ah ja, also es ist getimtes Licht. Ja. Das ist getimtes grünes Licht. Und das bin ich dann wieder. Kein Fan. Du hast ja doch mit Abgründen in dem Level. Ja. Dexter, ja, ich weiß, dass wenn ich den Schlag durch den Licht bekomme. Sehr gut. Ich hab's ja verstanden. Ja, ich mag die Spinnhöhle auch dafür nicht, dass sie einfach unfassbar viele Abgründe überall hingepackt hat. Hier ist ein Abgrund und da ist ein Abgrund und da ist ein Abgrund. Das ist halt offensichtliches Endgame. Ja, hier ist noch eine von den Bomben versteckt. Ja, okay. Dann. Jetzt aber raus hier. Ich hätte aber keinen Weg oder so freigesprengt, oder? War das die letzte? Das war nicht die letzte, okay. Weil die letzte von denen nämlich eine Energiezelle spawnt. Ja, das wundert mich jetzt aber. Da ist noch ein Ginger! Nummer 3 ist. Oh. Ja. Haben wir noch was zu tun? Außerdem Abgrund! Ja, wir mussten überall Abgrund hinfahren. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Ja, das ist wieder am Anfang. Hier mittendrin ist, glaube ich, überhaupt kein Checkpoint in der ganzen dunklen Höhle hier. Muss immer von vorne machen, wenn du abfällt. Nervig. Was macht diesen nervigen Spinnen hier? Also, wäre nicht schon schlimm genug, dass du da die ganze Zeit aufpassen musst, nicht in den Abgrund zu springen. So wie jetzt. Ich glaube, du kannst einfach drauf gehen, du musst gar nicht springen. Nein, du musst springen. Da ist Abstand zwischen. Kannst einfach drüber laufen. Das ist leider nicht 2D Mario, wo du dank Speed einfach über Abgründe drüber hast. Jesus. Ich hasse diese Spinnhöhle. Ich hasse sie. Ich hasse dieses Level. Das ist der Grund, warum ich das, als ich klein war, nie 100% gehabt habe, das Spiel. Diese verdammte dreckige Spinnhöhle, das ganze Level hier. So unglaublich schwer sieht es nicht aus, das ist halt nervig. Plonk. Aufzug. Dankeschön. Unterm Aufzug ist nicht was abkommt. Ja. Huch. Ja, das kommt auch noch oben drauf. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Die Mechanik von umkippenden Plattformen, die in diesem Level eingeführt wird und ja. Und vorher nicht introduced wird. Ja. Sodass du gewarnt bist, dass das jetzt passieren wird. Ein Hoch auf Trial and Error. Ja. Ich meine hier vorne, hier sind auch welche, aber das merkst du halt kaum, weil es hier so dunkel ist. Weil es da so dunkel ist, siehst du die halt kaum. Von daher kriegst du nicht eine richtig gute Vorwarnung. Also haben wir jetzt die Plattform wiederkommt. Oh, ein Blatt. Bäh. Ja, getimtes Licht. Ja.
warten wir mal 2 Stunden, haben wir wahrscheinlich kein Licht mehr. Hier oben war ja wieder Licht. So, und jetzt müssen wir... Nein, kann man reaktivieren, das ist gut. Ja, sehr gut. Einmal Kreisfahrt. Ist aber auch lang hier, das ganze Segment. Ja. Vor allem, weil du jedes Mal wieder von komplett vorne anfangen musst. Ja, deswegen. Dass hier keine Checkpoints gibt. Ach Gott. Bitte sag mir, dass da oben offensichtlich ein Kristall steht. Ja, zum Glück. Jesus. Erinnere mich gerade so ein bisschen an Mario Galaxy. Was, zu lang und repetitiv? Ja! War schon dieses eine super lange Level da. Ja. Ach, sehr gut. Bling! Endlich! Haben wir diese Höhle hinter uns. Doch nervig genug. Und Precursor-Ops einsammeln. Stell dir vor, du schaffst es dann nicht, einen der Precursor-Ops dazu nehmen. Ja. Die kannst du direkt nochmal machen. Übel. Wir sind wieder am Anfang von der Höhle. Ach, wunderbar. Ja. Ja, dann würde ich aber sagen, ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, jetzt wo wir diese etwas nervtötende Höhle hier geschafft haben, um wieder ins Hauptlevel zurückzukehren, eine kleine Pause einzulegen. Yay! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir es vielleicht schaffen, die Spinnenhöhle abzuschließen. Oder auch nicht, ich weiß nicht, wie lange dieses Level wirklich ist. Das Level ist relativ lang. Bis dahin, see ya! Aloha!